Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind zurück hier bei Football Tactics and Glory und es läuft sehr gut. Und ja, man hört mein Grinsen höchstwahrscheinlich, aber das liegt daran, dass wir momentan auf dem vierten Platz sind als Aufsteiger und damit weiten Abstand zu den Abstiegsplätzen haben und das ist sehr gut. Und ja, wir machen weiter. Spielen jetzt gegen Wuppertal FC, die sind Dritter. Oh, das wird sehr, sehr. Und der Kurz hat jetzt die Fähigkeit Tunneln erworben. So, und ich hatte doch gesagt, dass diese Fähigkeit, die Kurz da lernt, Tunnel, das ist egal, Hauptsache, der hat eine Fähigkeit, damit sein Preis gesteigert wird. Dass es quasi auch egal ist, dass Tunneln jetzt quasi nutzlos ist. Aber dadurch, dass er jetzt hier auf dem rechten Mittelfeld rumläuft, ist dieses Tunneln gar nicht mehr nutzlos, weil er kann sich ja da vorstellen und dann diese Tunnelfähigkeit einsetzen. Und außen sind immer irgendwelche Leute. Also ist das eine gute Fähigkeit. Ich würde jetzt mal interessieren, wie viel ist der wert? Ja, 151.000. Gut, wir werden wahrscheinlich das Geld nicht mehr reinbekommen, was wir da investiert haben, aber das ist egal. Wobei wir nie, natürlich nicht vergessen dürfen, was er bis jetzt schon geleistet hat. Und er hat schon ein bisschen was gemacht. Also so ist das nicht. Okay, gucken wir uns mal die Startaufstellung an. Haben wir hier jemanden mit Kanonenschuss? Nein, haben wir nicht. Ah, hier ist der komische Himmler. Okay. Der kann nur schießen. Okay. Hier Frielinghaus. Ansonsten, die Verteidiger sind nicht so stark. Der Torwart, der geht, der ist also doch schon ein bisschen stärker. Aber ansonsten würde ich das jetzt erstmal so lassen. Ja. Gehen wir ins Spiel rein. Gucken wir mal, ob wir die Tunnelfertigkeit von Kurz anwenden werden. Ich hoffe doch sehr, das wäre sehr schön. Ja, die haben natürlich im Zentrum haben die alle richtig gute. Ah, das wird jetzt gefährlich. Der wird wahrscheinlich jetzt ein Tor reinhauen. Aber unser Verteidiger ist da. Also unsere. Ich höre auf, darüber zu reden, aber das Verteidiger-Setup ist sehr, sehr gut. Wir können bis dahin spielen, dann machen wir das auch. Hier können wir nicht. Dann gehen wir hier einmal nach vorne. Und jetzt können wir normalerweise den Tunneler einsetzen. Genau, hier. Zack und bleiben hängen. Haben ihm gratis den Ball überlassen. Schon mal nicht so gut. Aber beispielsweise hätten wir jetzt noch eine Möglichkeit gehabt, hätten wir da einfach reingekrätscht. Okay, der Himmler ist wieder dran. Oh. Ja, gut, der kann natürlich auch diesen Hackentrick. Oh, da haben wir Glück. Da haben wir so Glück. Der hat jetzt diesen Hackentrick eingesetzt und der hat den sogar schon Stufe 3. Na, der ist jetzt motiviert. Da müssen wir aufpassen. Jetzt ist die Frage, wie spielen wir rum? Wir spielen hier rüber. Das, ja, hier rüberwerfen ist erstmal blöd. Das heißt, wir passen dahin und dann spielen wir da oben hin. Genau. Verteidigung 32, der ist gefährlich. Deswegen rennen wir mal hier durch. Kommen da sehr gut durch. Ist natürlich jetzt hier ein bisschen viel offen. Aber halten den Ball erstmal von unserem Tor weg. Tja, der hat Pech hier bei der Grätsche. Oh, sehr schön gemacht. Jetzt haben wir eine gute Position. Oh, wir könnten mit Schroter drauf schießen. Das ist erstmal doof. Dann spielen wir eher zu Konrad. Wir könnten natürlich auch. Nee, dann spielen wir. Wir könnten hier rüber spielen. Wir könnten auch hier rüber spielen. Nee. So. Konrad kriegt den Ball. Er läuft dahin und Konrad schießt drauf mit Gewaltschuss. Bleibt erstmal hängen. Und Frielinghaus bewegt sich hierhin, damit wir dann später besser positioniert sind, um so eine Grätsche zu machen. Vielleicht sollten wir unsere Startaufstellung dann nochmal ein bisschen da ändern, dass wir den doch ein bisschen hier weiter reinziehen. Also quasi neben Konrad stellen, damit er das machen kann. Oh Gott. Ja, dass er den reinschießt, ist klar. Wenn da die Lücke da ist. Okay. Weniger gut, aber wir sind trotzdem motiviert. Denn das ist ein wichtiges Spiel. Wir ziehen mit Wedding dahin und werden erstmal wieder den Tanz des Weddings anführen. Ja, wow. Hat nicht viel gebracht, aber geht mit Perls mal ein. Das ist schön, dass wir hier zwei haben mit dieser Grätsche.
Ja, stell mir das ein bisschen, und zwar so. So wäre die Idee, dass er näher dran ist, damit er halt eben hier auch reingrätschen kann. Da kann er hier reingrätschen und da reingrätschen. Ja, ansonsten holen wir da noch keinen raus. So, wir spielen hier hin. Wir gehen mit Wedding dorthin. Ziehen wieder, wie immer. Wir könnten auch reinflanken, weil der Kopf frei hat. Weil der Torwart war sehr, sehr stark, deswegen versuchen wir erstmal hier reinzuziehen. Das hat schon mal funktioniert und jetzt wird noch der hier angreifen, glaube ich. Ja, aber das überleben wir ebenfalls. Sehr schön, und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier drauf zu schießen. Wir könnten Gewaltschuss machen. Wir könnten natürlich auch Kontrolle ausüben, aber dann werden wir hier zerfetzt, denke ich mal. Die können ja alles machen. Deswegen werden wir hier einen Gewaltschuss draufsetzen. Und wir machen ihn rein. Wir haben ihn reingemacht. Ich habe ja da eher immer die Hoffnung, dass wir da einen Eckball bekommen oder so, aber das ist, boah. Ja, also, ist krass. Und er fängt den Ball wieder ab. Immer dann fängt der kurz den Ball ab, wenn die Anschluss haben, nachdem wir ein Tor geschossen haben. Immer. Also so gefühlt auf jeden Fall. Er hat den Ball. Jetzt können wir aber mit Perls hier reingrätschen. So, Perls, deine Aufgabe hier reinzugrätschen, sich den Ball zu holen. Und das machst du auch. Sehr schön. Wir könnten hier hinspielen, versuchen hier durchzukommen. Wir könnten da durchspielen auf Frielinghaus. Er hat ein bisschen Kontrolle. Ah, das ist gefährlich. Machen wir das. Ach Mann. Ja, dann Perls bitte nochmal Grätsche ansetzen. Ah, das geht jetzt nicht mehr. Das ist schon mal schade. Dann gehen wir mit ihm hier dahin. Machen wir mal einen Zweikampf. Das hat auch nicht geklappt. Das ist nicht gut. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt wird er wieder dahin spielen und das ist. Ja, er spielt dahin. Ja, weil er den passt in den freien Raum, dann macht er das dahin. Na, das ist gefährlich. Und den wird er jetzt hundertprozentig reinmachen, wieder hier mit diesem Hackentrick. Oh, wir haben so viel Glück. Also, oh, das ist, also jetzt rastet der Kelch aus. Also, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, ja, der hat noch nicht so viel machen müssen in dem Sinne, weil die Verteidigung gut aufgepasst hat. Aber das ist stark. Ballern wir den Ball jetzt? Nee, wir machen das wieder hier ganz sachte, vorsichtig, ohne dass wir das übertreiben, spielen hier rüber zu Schroter. Wir könnten den Ball hier kontrollieren. Nee, dann kommt der hier wahrscheinlich hier rüber. Nee, wir kontrollieren. Nee. Ja, das. Doch, wir kontrollieren ihn hier. Er macht Gratis-Pressing. Nee, der kommt jetzt mit dem hier rüber. Okay. Verwendet aber dafür Aktionspunkte. Und das ist das Wichtige. Jetzt wird er Pressing mit dem einen machen. Nee, der macht hier die Grätsche. Ach so. Ja, der ist aber müde jetzt. Also soll er jetzt Kontrolle machen. Macht er nicht. Okay. Dann Schroter. Grätsche ansetzen, weil das werden wir auf jeden Fall gewinnen. Ja. Wedding. Dein Auftritt. Du hast die Möglichkeit jetzt in der letzten Minute vielleicht das Siegtor zu machen. Und damit eine Legende im Verein zu werden, eventuell. Wir kommen vorbei. Jetzt kommt nochmal der letzte Angriff von ihm hier. Den überstehen wir leider nicht. Ach, schade. Und leider kommen wir mit keinem mehr dahin. Ja, der könnte zwar noch hier hinrennen, aber das bringt nichts. Okay, egal. 1-1. Ich habe ja gesagt, ein Unentschieden wäre hier sehr, sehr gut und das haben wir erreicht. Und das ist, ja, wie gesagt, gut. Kriegen erstmal schön Punkte. Schroter hat einen Stufenaufstieg bekommen und bekommt hier auch noch mal ein neues Upgrade. Er hat ja die Talentstufe. Da ist echt die Frage, so ein Dreifach, das wäre natürlich richtig krass. Aber wir nehmen, sollen wir jetzt hier mehr Erfahrungspunkte? Das ist natürlich jetzt momentan richtig krass. Nehmen wir erstmal mehr Erfahrungspunkte. Und beim nächsten Mal holen wir dann wahrscheinlich Dingens hier. Wir haben einen Fan dazu bekommen. Wir bleiben auf dem vierten Platz. Das ist sehr, sehr schön. So, unser nächstes Spiel. Wir spielen gegen Neumünster. Die sind im Moment Elfter.
Die haben da keinen, das ist schon mal gut. Das heißt, oh mein Gott, was machen die denn hier? Ja, die machen hier Beton. Also die haben Angst, das merkt man. Die haben Angst, die haben keine, die sind ja auch so weit unten, Elfter. Also die sind im Moment auf dem Abstiegsplatz. Die haben Angst, da jetzt irgendwie noch Gegentore zu fangen. Deswegen mauern die sich da hinten rein. Ist das heftig. Das ist einfach mal richtig übertrieben. Okay, ist eigentlich gar nicht so lustig, aber ja, wie das einfach aussieht, so einfach so quasi, die stehen alle im Tor drinnen. Ja, gehen wir ins Spiel rein. So, ja, Wedding, es ist klar, dass er den Ball holt, dann, ach, mit dem können wir jetzt nichts mehr machen. Ja, Wedding darf da hingehen und einmal hier reinkrätschen. Ein Freistoß. Okay. Der spielt zurück. Ja, die wollen den Ball hier hinten halten. Ernsthaft? Also was ist das denn? Und dann läuft er nochmal hier. Oh mein Gott. Alles klar, ja, dann gehen wir mit dem hier dahin. Dann gehen wir nochmal dahin. Zack, und dann machen wir eine Grätsche. Ah, der übersteht das noch. Aha, jetzt spielt er hier vorne hin. Getieren wird jetzt Kontrolle machen, oder? Ja. Hat das Einfluss, wenn wir hier Pressing machen? Ich mache einmal Pressing und wenn wir jetzt hier reingrätschen, wird das jetzt wahrscheinlicher? Ich glaube nicht. Hat sich nichts geändert, oder? Oder war vorher bei Ihnen die 10 und bei uns die 9? Keine Ahnung. Ist ja egal. Wir haben aber hier auf jeden Fall Erfahrungspunkte oder so bekommen. Was ja schon mal ganz gut ist. Ja, bringen wir den Ball mal hier zu kurz und kurz rennt dann mal hier gleich rüber. Wir könnten natürlich jetzt hier warten und hoffen, dass die Leute dann hier rüberkommen, aber der kann wahrscheinlich hier hinlaufen und kann er grätschen? Nein, kann er nicht. Überlegung wäre halt eben hier hinzulaufen. Ah, wir halten den Ball jetzt mal hier. Bringen unsere Leute hier in Stellung. Oh, da kommt doch mit dem da hinten darüber, okay. Um dann hier rein zu flanken irgendwie. Ja, der Torwart ist ja auch nicht so der Allerstärkste. Und der kriegt tatsächlich den Ball. Okay. Und der schießt von da drauf. Ja, die haben echt Panik. Ja, Zabel holt ja den Ball. Sehr schön. Ja. Ja, ist ja eh die letzte Möglichkeit, das ist das Doofe. Bringt also gar nichts, was wir. Dann würde ich gerne hier drauf schießen, aber das geht nicht. Ja, dann rennen wir einfach mal darüber. Ja, wobei das auch doof ist, wenn dann Müdigkeit. Aber okay. Okay, wir müssen schauen, wie wir das machen. Wir stellen mal Konrad dahin. Oder beziehungsweise Konrad können wir da stehen lassen. Nee, wir machen das hier so. Knoll ziehen wir hier nach vorne. Warum? Weil er Kopfball kann. So, ja, jetzt haben wir hier eine Lücke. Dann müssen wir schauen, wie wir das am besten machen. Die könnten jetzt natürlich hier reinlaufen. Das ist das Doofe. Dann werden wir den kurz hier mal nach hinten ziehen. Kann man den eigentlich hier hinstellen? Nein, schade. Es wäre schön, wenn man das während dem Spiel irgendwie dann doch diese Felder benutzen könnte. Ja, damit wir hier dort vorne durchkommen. Ich will da gerne durchkommen. Daher. Ja. Könnten ihn kurz austauschen, aber der ist eigentlich relativ stark. Der hat ja halt 39 Verteidigung, das reicht. Den lassen wir da stehen. Weil auf 0-0 will ich nicht hinaus. Auch wenn die das gerne hätten. Ich möchte das nicht. Ich will gerne hier irgendwie hin und dann einmal reinplanken. Dann können die vielleicht da so rein bomben. Keine Ahnung. Haben den Ball erobert. Sehr schön. Das heißt, das ist schon mal gut, weil das uns nichts kostet. Kommen wir hier vorbei? Könnten hier hinpassen. Wir passen hier hin, laufen hier und dann können wir da reinlaufen. In der nächsten Runde halt eben. Ja, oder reinflanken, je nachdem. Aber das ist, glaube ich, nicht so gut im Passen, ja. Aber wir machen hier schon mal ein bisschen auf. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt ist die Frage, was er macht, ob er da reinspielt oder da. Er geht eins nach vorne. Ja, dann sagt der Schroter Hallo.
Und jetzt sagt er auf jeden Fall Hallo. Denn jetzt könnten wir hier reinflanken. Ah, der Knoll wird leider noch nicht getriggert. Er wird getriggert. Okay, das heißt, können wir den Knoll irgendwie. Ich bringe mal dahin. Ist er jetzt auch getriggert? Nein, schade, leider nicht. Wir könnten drauf schießen. Wir bringen die Flanke einfach mal rein. Die aber nichts gebracht hat, okay. Was? Die haben nichts gemacht? Die wollen nicht mal den Ball haben? Ja, dann gehen wir mit Kurz dahin, der hat einen besseren Passwert. Also die haben echt richtig Angst. Das kann man anders nicht beschreiben. Na, der passt auf. Knoll hat nochmal den Ball. Wenn die versuchen, den Ball zu erobern oder geben die direkt schon wieder. Nee, das machen die. Ja, dann ist jetzt hier Platz. Da können wir den Knoll gleich dahinstellen. Der will da durchpassen. Achso, ja, hat er hinbekommen. Der knüppelt den Ball da nach vorne. Okay, die wollen einfach nur den Ball weghalten. Oh, der kann grätschen. Jetzt schießt er wahrscheinlich drauf. Und wie viel Pech wir haben, macht er den rein. Nee, unser Torwart ist da. Aber die kriegen einen Eckball. Oh, das ist. Ach, Mann. Ja, da haben wir echt keine Möglichkeit jetzt mehr. Das ist bitter. Ja. Gerade gegen die, da hätten wir eigentlich jetzt Punkte holen müssen. Na gut, vielleicht. Nee, haben wir trotzdem keine. Wir werden keine Möglichkeit mehr bekommen. Ah doch, wir kriegen noch mal eine Möglichkeit. Aber er macht ein. Oder auch nicht. Nee, wir kriegen keine Möglichkeiten mehr. Boah, ist das bitter. Also das waren richtig. Das sind dann die Spiele, wo dann die Fans auf beiden Seiten ausrasten. Weil die sich dann denken so, also ausrasten, was heißt ausrasten, aber die dann sagen, das war ein schlechtes Spiel. So in dem Sinne, weil das war ja nicht so toll. Wir kriegen trotzdem hier unsere Erfahrungspunkte, aber ein Sieg wäre hier schön gewesen. Upgrade für Rungaldir. Ja, wir machen das hier auf jeden Fall. Und der gute Perls. Ja, der bekommt auch das hier. Oder nein, hier machen wir Talent, weil die Grätsche 2 wäre hier sehr schön, wenn wir die da hätten. Ja, das ist ein doofes Spiel gewesen. Da flöten uns. Nein, die Fans sind noch da. Gut, ich habe schon gedacht, die werden jetzt nur mal wieder alle weggehen. Oh, wir sind hier trotzdem einen Platz nach oben gekommen. Wir sind jetzt Dritter. Sehr schön. Und noch ein Spiel, dann haben wir die Hinrunde überstanden. Wunderbar. Gegen wen spielen wir? Wir spielen gegen Münster, die jetzt Elfter sind. Okay. Gut, da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen zu machen hier. Wir sind sehr hier rüber. Ja, lassen wir das erstmal so. Das sieht ganz gut so aus. Wir haben hier was mit Training. Wer braucht Training, Training, Training? Achso, Perls. Ja, klar, er soll das trainieren. 3 Jahre dauert das. Ist in Ordnung. Wer ist ja noch jung, also macht das kein Problem. Gut, gehen wir ins Spiel rein. Ich hoffe, dass wir hier Punkte holen können. Am Anstoß. So, der Wegel, der wird jetzt hier hingehen und dann drauf schießen. Und der Verteidiger ist da. Sehr schön. Nee, dann spielen wir hier rüber auf Kurz. Kurz rennt einmal komplett durch. Wir könnten flanken, eventuell ein Kopfballtor machen. Ja, dann machen wir das mal. Versuchen wir es. Ah, das ist aufgepasst worden. Schade. Wir hätten auch Kontrolle machen können. Und nochmal warten, dass vielleicht Leute reingehen. Aber die Wahrscheinlichkeiten waren relativ gut, dass wir da vielleicht ein Tor hinkriegen. Warum ist jetzt er dahin gelaufen? Damit er Kontrolle machen kann vor ihm. Um ihn zu provozieren oder was? Tja. Der Frielinghaus ist aber auch da. Und der holt sich den Ball. Draufschießen. Passen. Reinflanken. Wir gehen noch einmal hier hin und kontrollieren hier den Ball.
Da können wir hier vielleicht ein bisschen was aufmachen und dann kann er vielleicht da reinlaufen oder so. Ja, gut, wir haben einen Freistoß. Oh, das verletzt ja 9 Tage, super. Toll. Dann bringen wir natürlich den Platz rein. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Er baut eine Mauer auf. Jetzt ist die Überlegung, ob wir Konrad. Wir bringen auf jeden Fall Knoll hier nach vorne. Achso, wir müssen ja zuerst mal. Dann lassen wir auf jeden Fall den Kurz. Das machen wir, wenn nicht drauf schießen. Wir werden den Knoll dahin stellen. In den Platz hier. Okay. Das heißt, wenn wir drauf schießen. Ja, eventuell hätten wir wirklich gute Chancen gehabt, wenn wir da so einen Konrad drauf hinstellen. Aber ich glaube, das hier ist eher besser, weil dann haben wir den hier und den hier. Ja. Zack. Flanke rein. Sehr schön. Und es macht dann hier Platz, war es, glaube ich, oder? Nein, Knoll war es wieder. Knoll. Sehr schön. Und ich habe ein Achievement bekommen. Kopfball. Okay. Wir haben ja schon ein paar Kopfbälle gemacht, aber gut. Ah, diesmal hat es nicht geklappt. Okay, meine These ist falsch. Er schafft es nicht immer. Wir müssen ihn verkaufen. Oh, zum Glück hat unser Torwart aufgepasst. Kein Blödsinn machen, weil dann kriegt man das direkt wieder zurück. Okay, es gibt Eckball. Ist hier jemand mit Kopfball? Er hier hat Kopfball, das heißt, wir werden mit ihm den hier decken. Und diese beiden decken ihn hier, weil er hundertprozentig wieder so einen Kurzpass spielt. Oder? Versucht es zumindestens. Versucht ihn hier anzuspielen. Oh nein, das wird doch wahrscheinlich klappen, oder? Er spielt den hier an. Achso nein, das ist ja einer von uns, der da aufpasst. Boah. Ah, schade, das ist ein gelupfter Pass. Ja, das war riskant, aber dafür haben wir die Aktionspunkte bekommen. Also, das war schon so gewollt. Ja. Platz oder Wedding? Wedding könnte hier hin und dann wieder rein. Platz könnte eine Vorlage machen. Nee, dann machen wir eher das hier. Also, Wedding zieht hier rein und darf nochmal in dieser Hälfte versuchen, ein Tor zu schießen. Und überlebt erstmal diesen Angriff und darf jetzt hier drauf schießen. Kanonenschuss oder. Ja, wir machen mal Kanonenschuss. Und zack, rein. Sehr schön, 2-0. Wichtig. Sehr wichtig sogar. Und wieder ein Achievement bekommen kann mir. Kann natürlich sein, dass das alles neue Achievements sind, die jetzt erst, weil da gibt es ja relativ häufig Updates. Wir bringen noch keinen raus. Wir haben ja schon, leider wurden wir ja schon gezwungen, eine Auswechslung zu tätigen. Deswegen brauchen wir jetzt erstmal keinen zu machen. Hier, Wedding kriegt nochmal den Ball. Wir machen halt den Klassiker. Das hat uns ja relativ. Wir könnten hier reinflanken. Ja, das wird natürlich cool aussehen, aber wir machen erstmal das hier. Also überstehen wir leider nicht. Schade. Ah ja, leider ist ja der Grätschentyp weg. Der Grätschentyp. Dann stellen wir den Perls mal hier hin. Ja, das war wohl eher weniger was. Kriegt den Ball, wird jetzt Kontrolle ausüben oder spielt er nochmal irgendwo hin? Geht da hin. Okay. Ja, dann kommt der Perls halt eben entgegen. Der hat da gar kein Problem mit. So, Perls. Ja, wir versuchen Konrad anzuspielen. Das hat funktioniert und Konrad ist in einer exzellenten Position und wird hier auf jeden Fall drauf schießen. Und er hält ihn, aber es gibt Eckball. Und wir wissen, was wir bei einem Eckball machen. Wir nehmen uns den guten Kurz. Nehmen den guten Knoll. Wo stellen wir den hin? Machen wir mal hier hin und den Konrad stellen wir dahin. Wäre natürlich jetzt schön, wenn der Knoll hier einen Doppelpack macht. So, und wir flanken rein. So, er konnte sich schon mal durchsetzen. Das ist schon mal ganz gut. Ah, schade. Konrad, nein, wir gehen mit Knoll dahin. Ein bisschen mehr Kontrolle.
Ja, der kriegt trotzdem den Ball. Der ist aber jetzt auch müde. Also, der hält den Ball. Okay, und Perls sagt dann erstmal wieder Hallo mit der Grätsche. Okay, jetzt könnten wir versuchen, hier irgendwo hinzuflanken. Wir machen das hier. Ah, schade. Ja, die kriegen den Ball. Aber ich hätte gedacht, dann hätten wir nochmal reinflanken können, weil Knoll noch hier vorne gestanden hat. Naja. Und er fängt den Ball erstmal ab. Sehr schön. Und wir haben nochmal eine Möglichkeit. So, Platz. Nee, das macht keinen Sinn. Wir könnten hier hinlaufen und draufschießen. Das ist kein Libero. Wir werden nicht angegriffen. Wir könnten natürlich auch Konrad, aber ich möchte gerne mal hier mit Platz schießen. Man könnte natürlich versuchen, wir versuchen zu flanken. Okay. Ja, wirklich viel kann jetzt nicht mehr passieren. Jetzt wird er den Zug beenden. Ja. Oh ja, vielleicht schießt er nochmal hier mit dem hier drauf. Das kann natürlich sein. Aber gut. Spiel vorbei. 2-0 gewonnen gegen Münster. Sehr, sehr wichtig. Starkes Spiel gemacht. Und ja, die kriegen jetzt erstmal wieder sehr viele Erfahrungspunkte. Kriegen Stufenaufstiege, also die kriegen sehr viele Stufenaufstiege. Das ist verdammt gut. So, und sind damit jetzt Zweiter. Wir sind zur Hinrunde Zweiter, nachdem wir aufgestiegen sind und haben mittlerweile hier 16 Punkte, 16 Punkte, was rede ich da? 18 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Und sogar 5 Punkte auf den 6. Platz. Also das heißt, da wo wir hier so Prestigepunkte bekommen würden. Wir gucken mal hier in unser, ja, hier Wedding kommt so langsam nach oben. Hat mittlerweile 5 Tore geschossen. In den Vorlagen ist Schroter dabei mit 2. Das ist in Ordnung. Zweikämpfe, Zabel natürlich. Ah, der kämpft hier mit dem, der ist auf dem 1. Platz. Ah, das ist schon mal interessant. Und Paraden, Kelch kommt da auch langsam nach oben. Sehr schön. Also, es läuft richtig gut. Okay, gut. Bevor wir weitermachen werden, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's von eurem Kumpas Bambuso.